Yo Leute, zurück bei Red Faction und es geht weiter. Ich habe einfach mal geladen und bin direkt hier bei dem Speicherpunkt rausgekommen. Ich weiß schon, was jetzt gerade auf uns wartet, weil ich gerade überprüft habe, ob das auch wirklich richtig ist, aber es war so. Und ich muss auch zu... Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich bin... Die explosiven Fässer sind hochgegangen, als ich reingegangen bin. Das war jetzt nicht so schlau. Hier, so konnte man Granaten oder Raketen abschießen. Ich wusste es doch. Ja, ich habe die Steuerung schon wieder total vergessen. Ich habe aber auch irgendwie, ich glaube jetzt schon wieder 2-3 Tage nicht gezockt. Es war einfach... Gib ihm! Ist geil. Das war auch so, weil... ich hatte keine Lust. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes aufgenommen. Und dann kommt ja jetzt auch noch für euch schön viel South Park Content, beziehungsweise jetzt stimmt noch gar nicht. Wenn ihr dieses Video hier seht, ist es wahrscheinlich schon soweit, weil ich werde das hier parallel in der Woche auch hochladen, wenn South Park kommt. Ich habe mir überlegt, ich werde am Anfang erstmal nur so Montag, Dienstag, Donnerstag... Na, geht das nicht kaputt? Doch. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Videos Entschuldigung, meine Stimme ist wieder super. Werde ich Videos uploaden. Montag, Dienstag wird dann wohl Red Faction kommen. Und Donnerstag, Freitag South Park. Weil ich dann hingehen werde. Donnerstag ist halt der Release von South Park und da ist es halt dann ganz recht vor allem. Da ist es ganz praktisch, könnte man sagen, das dann auch am Donnerstag zu starten. Ich werde versuchen, direkt am Release-Tag Gameplay rauszuhauen. Ich denke, das sollte auch funktionieren. Nur, dann muss ich auch erstmal halt rendern. Und das dauert halt ein bisschen. Ich glaube, was brauche ich für einen Part? Ich habe jetzt letztens gesehen, da, also für die Red Faction Parts brauche ich knapp eine Stunde. Das ist schon ein bisschen happig, muss man sagen. Aber was seid ihr mir schon wert? Das hat sich irgendwie mehr abwertend angehört. Soll ich irgendwas reparieren? Hier ist schon wieder so dunkel. Ab geht's. Naja, Moment. Ich hätte gern erstmal meinen Anzug wieder. Und dann geht die Luzi wieder weiter. Ich weiß gar nicht, ob da ein Gegner war, aber selbst wenn nicht. Mein Gott, ist doch egal. Ach, der wirft die auch, okay. Und auf Q läuft er dann, okay. Bam. Ist das nicht mal langsam? Doch, ist. Was wollt ihr denn jetzt? Abflug. Ihr könnt mal platzen. So, jetzt. Hör mal, sind aber ganz schön. Ich finde das geil, dass man die einfach so überlaufen kann. Wow, stopp. Boah, jetzt wäre der beinahe da runtergefallen. Abflug. Ihr habt vielleicht, was heißt vielleicht eigentlich, wenn ihr das Let's Play hier verfolgt, habt ihr auch den ersten Part gesehen. Und da habt ihr mitbekommen mit Sicherheit, dass das ja irgendwie gefailt ist und ich beim ersten Part die Aufnahmen nochmal machen musste, beziehungsweise halt auch das Kommentieren habe ich auch nochmal gemacht. Das war ziemlich nervig und beschissen, sage ich mal, aber... Naja, für euch mache ich es ja gerne. Naja, auch für mich einfach, weil was wäre ein Let's Play ohne erster Part? Das ist doch, das ist irgendwie dumm. Den Aufzug aktivieren, okay. Kann ich das? Da stand benutzt. Benutzt den Aufzug. Oh,
ich kann es. Ach so, ist ja scheiße. Jetzt kann ich schon mal nicht mehr den Anzug benutzen. Schade. Sam, any contact with Kara yet? Negative. Readings infer a damaged comm unit. Well, then there's a chance with that she's significant odds that both comm unit and Kara have reached termination. Thanks for keeping the glass half full. I have no glass. Yeah, no shit. Keep trying. There are people still missing. Ich meine mal ernsthaft, man ist jetzt wieder an der Oberfläche, also ich würde doch erstmal diesen Typen suchen. Well, if you want to help, find some new power cells for the auto turrets. Until they come back online, this is the only useful gear we've got. Dann tun wir das. Dann helfen wir euch, wenn ihr das nicht auf der Reihe kriegt. Ganz einfach. Aber was ich so ein bisschen blöd finde gerade, ich bin hier ziemlich abgeschnitten schon wieder. Also, man kann hier nicht so wirklich durch die City laufen. Ach, jetzt hier kann ich mehrere Sachen kaufen. Was ist das? Verbessert den Druckstoß. Dadurch wird er schneller wieder aufgeladen. Außerdem werden Schaden und Reichweite erhöht. Das ist genau das, was wir brauchen. Kaufen. Und danach kaufen wir uns Gesundheit. Erstmal auf Angriff setzen, damit wir dann auf Verteidigung. Beziehungsweise auf... ihr wisst Bescheid. Das brauche ich alles. Mason. Okay, eine neue Waffe. Tun wir mal das Maschinengewehr weg und schießen mal. Das sind so Shotguns. Geh weg, ich hasse Shotguns. Da behalte ich lieber meine Explosivsachen und meine schöne Magnetwaffe. Any idea where we can find these power cells? I know where you can find them. But it's too dangerous out there. Let me worry about that. Where are the cells? I'll point it out on your map. I doubt you'll come back in one piece. Ja, aber ich muss kurz was Wichtiges machen. Und zwar... ich weiß gar nicht, wie das anders geht. Ich stelle mich mal eben auf Offline. So. Nicht, dass mir jetzt noch irgendwer schreibt... Ach Gott, wie viel kommt denn hier von diesem Kriechzeug? Aber erstmal den Barschrott einsammeln. Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? Ups. Bats? Haben wir? Nee, wir haben nur... Ist da, das ist mir zu wenig. Wir brauchen mehr. Bats. Ist denn da los? Her damit. Ach so, da können wir drüber laufen, oder was? Ich könnte das hier alles einstürzen lassen. Barschrott. Erstmal das Geld ranholen hier. Da habe ich jetzt nicht wirklich was bekommen. Hier ist auch nichts. Ja, auch nicht. Okay. Schade. Was ist denn mit dir los? Worauf ballerst du denn, Alter? Meint ihr, die Mauern gehen kaputt? Dahinter ist ja was. Ja, die gehen kaputt. Weißt du, wenn du Stress willst, dann piss ich. Ha, was sag ich, hier ist noch schön Barschrott hinter. Geht doch. Ist ja jetzt nicht so das große Versteck gewesen. Aber trotzdem, ist dahinter vielleicht noch was? Nö. Ach, guck mal, wir hätten auch hier reingehen können. Naja, wir gehen den radikalen Weg und sprengen einfach. Ist ja auch nicht schlecht. Hier ist auch wieder Barschrott. Ach, herrlich. Wenn das Geld in echt auch so auf der Straße liegen würde, dann hätten wir weniger Geldprobleme. Munition, okay. Munition ist ja auch immer gar nicht so schlecht, muss man sagen. Na,
Ja, da war wohl nichts drin. Okay, wie komme ich denn weiter? Ich denke mal, dem Gang folgen, ja. Folgen wir dem Gang. Ab geht's. Oh. Tschüss. Tschüss. Na, okay, den. Batz. Das war jetzt nicht so klasse. Das war super. Und das ist noch besser. So, so. Bam. Okay, hier haben wir wieder Barschrott. Druckwelle. Batz, einfach mal ausprobieren. Und scheint ja super zu laufen, das Ding. Was? Wie kannst du es wagen? Ah, komm her. Ah, ich habe ihn erwischt. Okay, das war gut. Wie kann er sich da festhalten? Es hat ihn aber noch getroffen, okay. Ich würde mal sagen, wir schießen mal die Pfeiler hier runter. Obwohl, wenn man so recht überlegt, in echt wäre das wahrscheinlich jetzt tierisch dumm, weil ja dann wahrscheinlich die Höhle einstürzen würde. Aber hier sieht es einfach nur gut aus. Ja, genau, oder? Runter mit dir. Das ist der, das ist doch ekelhaft. Okay. Erstmal das Geld her. Batz. Freund. Abflug. Ist hier ein Nest? Ach, da ist ein Nest. Da war ein Nest. Ha. Jetzt ist es auch mal hochgegangen. Super. Gehen wir nochmal zurück, holen uns nochmal Munition. Na, geh weg. Kommen wir hier durch? Ja, kommen wir. Herrlich. Jetzt klingelt das Telefon. Ich bin jetzt nicht da. So, ganz einfach. Ich glaube, das hört ihr auch nicht. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Da war doch Barschrott. Nein! Kannst mich mal. So. Nein! Wohin fliegen die Teile denn? Hör mal, ich will die einsammeln und nicht wegwerfen. Plünderer. Fall runter. Naja, gut, dann komme ich rauf. Okay. Wow, Freunde. Ich finde übrigens sehr schön, dass sich die Schockwelle so schnell auflädt. Weißt du was, du kannst mich auch mal. Wie? Der lebt immer noch. Weißt du was? Hier, komm, geh fliegen. Du stinkst nämlich. Abflug. Hör mal, Kollege. So. Überlebt das mal. Er hat's überlebt, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, die sind alle vor dem gelandet. Shit. Wo ist denn der Stinker? Ich glaube, der ist weggesprungen. Ich muss jetzt eh noch mal nach unten, um mir Munition zu holen. Ja, die Perle hat auf jeden Fall gerade davon geredet, dass die sich was Neues aufbauen wollten, also eine neue Welt. Also, oder eher gesagt, hatten die einen Traum davon. Hat nicht so funktioniert, haben sie dann auch eingesehen. Ja,
Oh, wir sind schon bei 15 Minuten. Dann würde ich sagen, bevor wir das nächste Ziel angehen, mache ich eben mal einen Schnitt und dann melde ich mich gleich zurück. Haut da rein. Bis dann. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.